Well, also I would just say, James Webb Space Telescope, also was schwierig kritisch an dem gewesen. Ich meine, erstens ist die grösste Mission, die wir je gemacht haben, also bezüglich Geld, bezüglich Grösse, Dimensionen, bezüglich Komplexität, bezüglich internationaler Zusammenarbeit. Das ist schwierig in allen Dimensionen. Und zwar der Grund ist, wenn ich hierherkomme, ist es wirklich eine Schwierigkeit gewesen. Also es ist wirklich ist nicht gut gegangen. Also wir haben wirklich Probleme gehabt. Für fast 2 Jahre haben wir keine Fortschritte gemacht. Der wichtigste, der schönste Moment war der, wo wir die ersten Daten das erste Mal zum Universum mit diesen neuen Augen angeschaut haben und die Daten gesehen zum ersten Mal. Also das, einfach in dem Moment habe ich gewusst, dass ich einer von ganz wenigen Leuten bin auf der ganzen Welt, wo das Universum, das Infrarot-Universum zum ersten Mal gesehen mit hochauflösend. Und es hat mir gewisse so einen historischen Moment. Also zum Beispiel bei dem Start von Südamerika nicht hat funktioniert mit James Webb. Das wäre so einer von diesen Fehlern gewesen, die man nicht korrigieren kann. Das wäre vorbei gewesen. Also 8,5 Milliarden ins Wasser. Ja, wenn man Sachen macht, die wichtig sind, macht man immer Fehler. Also einfach, was viele Leute nicht verstehen, ist, es gibt viele Fehler, die man machen kann und man kann korrigieren. Es gibt ganz wenige Fehler, wenn man sie gemacht hat, ist vorbei. Der Himmel, der Sternenhimmel ist imposant, wichtig, strukturiert, also wirklich riesig. Und mir hat das Gefühl, wir sind Teil von ihm. Das ist immer das Gefühl, das ich hatte. Ja, ich würde mal sagen, dass wenn man Klimawandel anschaut und sagt, hey, was ist der Grund dafür? Und nachher gibt es irgendwie Daten, die zeigen, dass das Wasserspiegel hochkommt. CO2, das gewisse System sich verändern. All diese Daten kommen von NASA. Es gibt zwar europäische Satelliten auch, Europa ist unglaublich stark, häufig arbeiten wir zusammen. Wir haben das grösste Forschungsprogramm in Erdwissenschaften, das Teil von meinem Programm war, wo grössordnung 24 Satelliten hat, die im Moment über die ganze Welt fliegen und Daten nehmen. Zum Beispiel einer von denen hat 1000 Mal pro Sekunde durch einen Laser, also Infrarotlaser, man kann hineinschauen, es macht immer die Augen nichts, aber tut abschicken und zum Beispiel Schnee messen auf der ganzen Welt, bis auf den Millimeter genau, wie viel, wie ist Schneehöhe, wie ist die Eishöhe auf Gletscher und so weiter. Weiss nicht, Wärmesäle, heisse Maroni, weiss nicht im Winter.